Hallo liebe Abonnentinnen und Abonnenten, mein Name ist Norbert und ich bin der Betreiber, der Besitzer oder der Manager, wie man möchte, des Kanals Oper spielt. Ich habe im April eine Umfrage gestartet. Ich hatte euch gefragt, welches Spiel außer Minecraft möchtet ihr denn noch sehen von mir und habe drei Spiele zur Auswahl gestellt. Und gewonnen hat von den drei Spielen mit großer Mehrheit von 74% das Spiel Rollercoaster Tycoon 3. Und damit fangen wir jetzt auch an. Ja, und herzlich willkommen hier. Oh, da kam noch was hinterher. Herzlich willkommen bei Rollercoaster Tycoon 3. Rollercoaster Tycoon 3 und dem Expansion Pack Soaked und dem Expansion Pack Wild oder Wild. Je nachdem, wie man möchte. Und jetzt haben wir dann das Problem von Rollercoaster Tycoon 3. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist. Wir müssen immer Zeit überbrücken. Denn es wird doch sehr viel geladen und sehr lange geladen. Ja, ich werde dieses Video gleich mal mit einer neuen Frage beginnen. Und ihr könnt dann unten abstimmen, wie ich denn Rollercoaster Tycoon 3 spielen soll. Dazu warten wir erstmal, bis er alles gesammelt hat, Ressourcen gesammelt, 60%. Das ist immer eine kleine Geduldsprobe hier. Übrigens darf ich noch etwas dazu sagen zur Aufnahme. Ich spiele Rollercoaster Tycoon hier im Fullscreen-Modus. Mein Bildschirm hat 4:3. Wenn ich es im Fenstermodus spiele, muss ich auch 4:3 nehmen, weil Rollercoaster Tycoon so alt ist, dass es dann noch kein 16:9 gab oder noch nicht so verbreitet war, ne? Jetzt hat ja jeder 16:9. Minecraft kann man auch 16:9 spielen. Aber dieses hier nicht. So, da sind wir bei Rollercoaster Tycoon 3. Was haben wir für Optionen? Vollbild, ne? Und allmöglichen Kram. Musik, jawohl. Summer Air kann man sich einstellen, was man möchte. Okay, Werkzeuge, wir können Szenario-Editor machen, Bahndesigner, Gebäudesigner. Den Szenario-Editor, ich lade ihn mal. Das ist dann die erste Frage. Wir können ein Szenario spielen. Jetzt lädt er wieder ewig in 3 Tage. Naja. Ich hätte doch nicht draufklicken sollen. Aber ist egal. Ich hätte mal erstmal die Alternativen sagen sollen. Aber das ist wurscht. Jetzt aktivieren wir erstmal vor und das geht jetzt noch relativ schnell. Wenn nachher der Park ein bisschen größer ist, dann dauert das sehr lange. Ich werde natürlich diese Ladezeit nachher dann rausschneiden aus dem Video, das ist klar. Oder gar nicht erst anzeigen lassen, sondern mittendrin einsteigen. Jo, dann gucken wir nochmal zu, wer aktiviert und aktiviert. Voraktivieren 90%. Ich muss ja irgendwie hier den Film voll kriegen. Nachaktivieren und jetzt geht's los. So, da sind wir. Das ist also der Startbildschirm. Ihr kennt sicher alle, oder was heißt alle, sehr viele kennen Rollercoaster Tycoon 3. Das ist schon ein relativ altes Spiel. Ich weiß jetzt gar nicht von wann, aber es ist schon eine Weile her. Hier haben wir einen Eingang, und das ist alles, was wir haben. Wir haben ein flaches Land, wir haben einen Hintergrund, wir haben eine Grenze. Und wir können jetzt hier alles einstellen. Wir können einstellen, ob wir alle Objekte
bei Spielbeginn haben oder ob wir etwas erfinden müssen. Wir können einstellen Parkbetrieb, wie der Name heißt, wie der Eintrittspreis ist und so weiter. Ob es was kostet, wenn wir da Land erwerben, wann der Park öffnet und schließt und so weiter und so fort. Wir können Finanzen auswählen. Wir können auch unbegrenztes Geld irgendwo auswählen. Suche, Statistik und so weiter. Das sind also alles die Sachen. Ziele können wir uns setzen. Ja. Herausforderungen. Okay, die Option Szenario speichern und beenden. Dann beenden wir mal. Ja, ich möchte nicht speichern. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Gehen mal wieder zurück und dann gehen wir die andere Seite hier spielen. Da wollte ich nämlich hin. Wir können Karrieremodus spielen. Im Karrieremodus hat man zum Beispiel die Möglichkeit, eine Karriere zu erstellen. Ich mache das mal ganz kurz. Und die zu öffnen. So, da gibt es also viele Parks. Da werden einem Aufgaben gestellt, die man erfüllen muss. Das ist eine Sache, liebe Leute, das werde ich nicht spielen. Denn aus dem einfachen Grunde, ich mag keine Sachen, die vorgeschrieben sind und die ich nur erfüllen muss. Dann geht man darauf ein Ziel hin, es ist erfüllt, fertig. Nein, das ist nicht so mein Ding, sondern wir können entweder, wie gesagt, ein eigenes Szenario spielen, was ich erstellt habe oder auch noch nicht erstellt habe, was ich dann erstellen müsste. Oder wir spielen im Sandkastenmodus. So, im Sandkastenmodus lädt er jetzt wieder die Ressourcen. Ich sehe ja, wir kriegen den Film schon voll hier. Kein Problem. Ich würde also dies hier vorziehen, den Sandkastenmodus zu spielen. Das ist dann so etwas wie Minecraft, nur ohne Monster. Das heißt, wir haben eine Oberfläche und da können wir einfach drauf losbauen. Und ich würde sogar auf das Geld verzichten, das Geld mitzunehmen. Das heißt, wir haben immer unendlich viel Geld. Wir haben immer gleich alle, ja, das sieht's genauso aus hier, wie man sieht. Hier Euro unbegrenzt. Das kann man irgendwo einstellen. Finanzen. Geld unbegrenzt. Ja, das ist also hier dieses Sandkastenspiel. So, da kommen schon die ersten Besucher an. Und da ist auch der Parkinspektor schon. Aber natürlich ist noch nichts da. So. Pausiere jetzt mal an der Stelle. Denn wir haben ja noch nichts gebaut. Also, wir können jetzt, und das ist meine Frage, wir können jetzt entweder ein Szenario erstellen. Das heißt, ich stelle mir ein paar Aufgaben und dann bauen wir mit diesem Szenario los und wir werden halt eventuell Bahnen freischalten, die noch nicht von Anfang an da sind. Wir müssen etwas auf das Geld achten. Oder wir machen das so, wir bauen wie in Minecraft einfach drauf los, ohne Geld sorgen und stellen uns nur einfach einen schönen Park hin. Hoffentlich zumindest einen schönen Park. Natürlich nicht in dieses flache Land hier, sondern ich werde die Landschaft verändern. Das heißt, ein paar Berge, ein paar Täler einfügen. Ja, das geht ja relativ zügig. Was heißt relativ zügig? Ich werde dann jetzt erstmal ein bisschen Pause machen mit dem Let's Play und eure Fragen abwarten und eure Antworten abwarten. So rum ist es richtig. Meine Frage ist also Szenario oder hier der Sandkasten. Der Sandkasten, oh, wir sind schon am 4. März.
Das heißt, wir haben schon 4 Tage hinter uns. Wie hat er das denn gemacht? Okay, wir können also hier Wege bauen, Bäume und Bahnen und. Ja, wir haben also hier jetzt sehr viele Sachen zur Verfügung. Aufzug, das Matze-Suppe. Ach so, ich habe auch noch etliche Add-ons und so weiter reingeladen, die also von anderen erstellt wurden, die also nicht im Spiel sind. Da ist also noch viel mehr da, als es in einem normalen Spiel der Fall ist. Das sieht man vor allen Dingen dann hier im Szenario, wenn man dann zum Beispiel mal auf die Dächer geht. Das ist hier ein Xistix Roofs und wir haben Wattins Set und Volcano Set. Wir haben dann diese Spielsets, Kolonial waren, das ist im Spiel drin, aber es gibt genug, die nicht im Spiel drin sind und wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass das Spiel nicht abschmiert, weil das macht es dann auch gern. Schönes Alpine Village Set, jo. Main Street Set. Sieht auch sehr schön aus. Okay. Also, dann meine Frage. Purer Sandkasten ohne Geld sorgen und alle Bahnen. Oder machen wir ein Szenario mit Aufpassen aufs Geld und mit nach und nach Freischalten erster Bahn. Ich möchte euch jetzt nicht beeinflussen. Ich spiele eigentlich sonst immer mit dem Sandkasten. Das heißt, da habe ich wirklich alle Freiheiten, das zu bauen, was ich will, weil ich halt alles habe. Und wir gucken dann zum Beispiel aus der Perspektive von, na, wie heißt er? Da ist Information. Wir nennen ihn mal Johnny Watts. Na, geht denn das? Also da muss ich noch mal ein bisschen was lesen, ja? Denn man kann jetzt hier mit irgendeiner Taste, die ich jetzt im Moment nicht weiß, na, okay, da muss ich noch mal nachlesen. Da kann man nämlich diesen Typ C? Nein. Ich weiß es jetzt gar nicht. Okay, lese ich nach, kriege ich raus. Da sieht man, wie lange ich schon nicht mehr gespielt habe. Wo ist jetzt mein Eingang? Ich finde nicht mehr. Da ist er. Also die Frage war, spielen wir Sandkasten oder was auch immer? Und schreibt das unten rein. Oder ich stelle 2 Antworten rein unten und jetzt müssen wir doch noch mal testen hier. Ne, muss ich noch mal nachlesen. Okay, also dann, bis später dann, das war also die erste Folge, sagen wir mal, ich nenne sie die nullte Folge, denn es ist ja noch nichts passiert und ich mache eine Umfrage. Okay Leute, dann macht's gut, bis zur nächsten Folge und dann geht's richtig los. Mit dem Sandkasten oder mit dem Szenario. Tschüss und bye bye.